Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Stoneblock 2, Folge 28. Ja, und wir steuern gerade auf eine Energiekrise zu. Ich habe jetzt noch diese zwei, also der hat noch 6,9 Millionen RF drin, der 12,8 und der Cube ist schon leer. Das heißt, wir müssen definitiv das hier umziehen. Und das wird jetzt dann auch als nächstes passieren. So, nur ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Okay, dich. Bei dir ist es einfach. Da haue ich mal schon mal die vier Teile rein. Habe ich einen Diamond dabei? Muss schon mal komplett hochhüpfen. Weil springen kann ich ja nicht mehr. Muss mir mal den nächsten Jetpack bauen, dass ich das Problem hier auch gelöst habe. Und wir müssen jetzt dieses Graffel hier einbauen. Ich hätte gesagt, da haben wir hier schön Platz. Kommst du weg? Sehr schön. Ein Chest-Transporter. Mit 8. Mal gleich den großen noch mal. Danke. So, und jetzt kommst du und du kommst da rein und es ist alles gut. Ja, dann heißt es nämlich schon, also wir haben dieses Zeug wird dann nicht mehr drin aufgehoben, sondern dieses Zeug wird dann sozusagen im Hauptlager verarbeitet. Alles gut. Genau. So, das heißt also, wir brauchen als nächstes auf jeden Fall mal eine Ender-Chest. Und wir brauchen Ink. Drei Stück. Danke, danke und danke. Weil der jetzt dann ja gleich in die in die Ding da hinten macht. So, was wir als nächstes noch schnell machen ist, wie viel Update habe ich es denn? Ich habe hier drei Modifier frei. Ha, genau. Magical Wood. Magical Wood machen wir jetzt da draus sozusagen einen Stick. Dann nehme ich jetzt mal eine Mattock, lege die hier rein und lege das Ding hier rein. Und somit habe ich jetzt aus den drei Modifiern sechs Modifier gemacht. So, bleibt schon mal da. So, jetzt brauche ich Aluminium Brass. Muss ich schnell schauen. Kann ich das Cast noch anders herstellen, außer in der Schmelze? Nein. Gut, dann brauche ich jetzt bitte halt Aluminium Press habe ich zurzeit nicht. Das Verhältnis ist, glaube ich, 3 zu 1 gewesen, ne? Da. Molten Alumite, Molten Aluminium Press. Genau. Das heißt, 1 zu 3, ja. So, und jetzt brauche ich Copper. Davon brauche ich auch 10. Dann ab in die Schmelze. So, und jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie hinkriege. Genau, jetzt ist er Redstone Sensitive. Das heißt, ich brauche mal schnell ein Kabel und einen Stick. Muss ich auch noch was erklären, weil da habe ich nämlich auch schon das richtig gemacht. So, das heißt, du kommst jetzt dahin. Das heißt, wenn ich jetzt hier es drücke,
Dann saugt er nichts raus. Das heißt, ich kann jetzt das ganz gemütlich reinschmeißen. Und ja, erstmal das machen, was ich machen will, nämlich nichts, weil ich muss warten, bis das Kupfer jetzt auch durch ist. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, Energie umbauen, das ist jetzt mal eine Sache. Wie gesagt, den Würfel habe ich dafür schon. Das letzte Mal war es nur einer, jetzt habe ich zwei. Das heißt, hier kommt dann der Bereich rein, wo dann den Strom macht. Und hier diesen Bereich habe ich jetzt auch schon gebaut. Ja, das sind jetzt einfach die Draw, zwei Draw drunter, genau, zwei Hopping Bonsais drüber und sozusagen eine kleine Konstruktion von den jeweiligen Bäumen. Wir haben noch mal ein paar zu machen. Für die, die wo es dann sehen wollen, wie man es macht, machen wir es dann zusammen. Wie gesagt, habe ich jetzt hier noch Platz. Das heißt, hier kommen auf jeden Fall auch noch welche hin. Und ja, dann kann ich ja noch ausbreiten, wie weit ich sich rüber muss, falls ich die ganzen PAM-Sachen auch noch machen will. Kommt drauf an, wie verrückt ich bin. Ja. Oder wie verrückt, dass ihr das sehen wollt. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt Molten Aluminium Brass. Das heißt, wir können das schon mal nach unten drücken. Und das heißt, ich kann das jetzt laufen lassen. Genau. Muss jetzt nur gucken, dass das immer beides gleich schnell ist. Ist es nicht. Okay. Wir haben jetzt schon mal wieder. Das ist genau das, was wir brauchen. Obsidian ist jetzt das zweite. Das kommt einfach drumherum. Die kommen dahin und jetzt habe ich Reinforcement und ich brauche davon 5 Stück. Diese 5 Stück packe ich jetzt hier rein. So, der erste macht, wie es hier so schön sieht. Oder auch nicht sieht. Reinforced 20%. Nochmal. 40. 60. 80. Unbreakable. Und wir haben sogar noch ein bisschen was, noch einen Modifier frei. Genau, das heißt, das war jetzt die Intention. Das wollte ich auf jeden Fall gezeigt haben, weil auf der Picke habe ich es schon gemacht. Ja, da habe ich nämlich auch dasselbe drauf, weil ich immer wieder mal Fehler gemacht habe beim Buddeln und zum Erweitern muss ich ja auch rein. Und dann habe ich gesagt, nee, bringt nichts. Mach mal einmal und dann richtig. So. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Ender Chest, weil die Ender Chest ist sozusagen der Abtransport von dem Zeug hier. Okay. So, dann haben wir ja auf jeden Fall den Import. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Pulverizer. Oder wie auch du, Crushing. Genau. Crush. Ein Crusher. So. Kann ich überhaupt so ein Lava-Eimer mit einem Ei machen? Nein. Das ist schon mal hervorragend. Und ich weiß gar nicht, ob ich denn überhaupt einen Tank befüllen kann mit dem Ei. Müssen wir mal probieren. Das geht auch nicht.
Okay. Du gehst auch nicht? Dann hätte ich gesagt, brauche ich jetzt sofort einen Eimer. Oder besser gesagt, zwei. Eimer Nummer eins. Eimer Nummer zwei. Danke. So, da kommt halt. Ich brauche noch das Casing erstmal. Das Casing ist ja das Billigste. So, wir haben den Crusher. Bin gerade beim Überlegen. Basic Crushing Factory. Oder bauen wir sogar noch. Ach, ist doch auch egal. Bauen wir gleich die richtige. Achso, nee, kann ich nicht, weil ich davon noch einen brauche. Jetzt kann ich's. So, wir haben den Elite Crusher. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Ender Chest, die wo die Sachen reinmacht. Wir haben die Chest, den Crusher, die die Melonen zerkleinert. Dann heißt es, ich brauche einen Drawer Compactor. Das ist jetzt das nächste. Zum Melonen rausziehen. Das ist das nächste, was wir brauchen. Weil ich muss alles mitnehmen, weil da drin habe ich kein ME. Da müsste ich erst überdimensional arbeiten. Ja, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weg. Okay. Das heißt, ich habe jetzt, also dann, genau, dann brauche ich jetzt als nächstes, habe ich noch. Habe ich noch einen Gartenglutsch? Glutsch. Den habe ich hier drin. Okay. So. Wie stelle ich den Fertilizer her? Von Thermal. Oder reicht mir da Bone Meal? Aber normalerweise, nein, da reicht mir Bone Meal. Aber sowas von. Okay, das heißt, wir gehen mal schnell hier hin. Mittlerweile sind alle Hühner hier drin. Ich brauche eins, das wo ein wenig abgemagert ausguckt. Und Netherquarz, Silber, Salpeter, Zinn, Salz, Bone White. Müsste ziemlich fix gehen. Ich brauche nämlich 16 Stück. Das heißt, in der Zeit kann ich mir einen Roost bauen. Genau dich. Vielen Dank. Bin ja auch ein total lustiger Kerl, ne? Anstatt dass ich mal nachgucke, aber ich glaube, ich habe es letzte. Ne, Bone White hätte ich sogar noch welche. Ach, ist doch schön. Nein, aber ist egal. Die werden wir bestimmt noch öfters brauchen jetzt dann. Alles klar. Also das heißt, wir haben jetzt schon mal hier Bone White Chicken. Ich sage, ich schaue jetzt noch mal gerne nach, was Thermal ist. Weil, wie gesagt, wenn ich das jetzt gleich so mache, dass ich da auch den Thermal Fertilizer da drin eventuell herstelle, dann könnte es natürlich sein, dass ich da drin auch gleich die komplette Glotch mache in meiner Farm dann draußen. Wie gesagt, ich brauche den Flux-Ding, dann einen Rich Pyro, das heißt, ich brauche einen Rich Slag, Nitter und Pulverized Charcoal. Das geht nämlich heißen. Also hier müsste ich sozusagen Charcoal herstellen.
kann das auch der, ja, der Crusher könnte das auch. Das heißt, ich könnte jetzt auch dann hingehen und sagen, okay, ich mache ein Kohlehühnchen, lass das auch in den Crusher mitlaufen. Aber merk schon, ich philosophiere jetzt so lange, bis ich keinen Strom mehr habe und nichts mehr aus dem ME-System rauskriege. Ich kenne mich. So. Okay, also wir haben die Gartenglotsch. Ha, genau. Wie mache ich das? Mache ich das jetzt mit dem Endertank? Übers Wasser? Aber ich glaube, der Endertank hängt doch hinten an der Kuh mit dran, ne? Also, nee, dann nehme ich die Kuh auf jeden Fall mit. Okay, aber den Endertank nehme ich auch mit. So, dann brauche ich jetzt, habe ich den einstecken? Ja. Den Cowholder. Da ist jetzt meine Kuh drin. Dann brauche ich dich. Dann brauche ich dich. So. Das ist jetzt dann at xnet. Das darf ich nämlich nicht vergessen. Du. Okay, da brauche ich Fluxblöcke. Nein, dann. Das kommt als Schloch. Dann muss ich das automatisieren können. Okay, das heißt, ah, bisschen Strom haben wir. Das heißt, ich brauche jetzt mein Gameboy. Wir gehen rein. Hey, hier spawnen Fledermäuse. Einem Schwert ist es gar nicht so leicht. So. Das heißt jetzt, wir brauchen auf jeden Fall einen Bereich. Ja, eigentlich möchte ich ja, dass unten die Energie erzeugt wird, ne? Also das ist schon mal einfach. Das heißt, da kommen Blöcke hin. Wir müssen wieder raus. Weil ich brauche Stein. So, und was ich noch, oh, ja, ich hätte das andere Ding ja auch dabei. Da habe ich wieder mal nicht dran gedacht, aber ist egal. Machen wir mal die als Bodenblöcke. Okay. Haben wir das schon mal. Dann bräuchte ich jetzt eigentlich, sag mal, 4 hoch. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ach so, das ist das Kopierding. Kopierding brauchen wir nicht. Wir brauchen das Building Gadget. Den Gadget hat einen Vorteil. Erstens kann ich sehr schnell machen und zweitens, wenn ich was falsch mache, kann ich es wieder zurück machen. So, dann gehen wir mal hier ins Eck rein. Zweimal. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal raus. Dann brauche ich nämlich jetzt nochmal einen Elevator. Und das wird ein schwarzer. Ja, ich baue erstmal einen normalen. Zwei Stück.
Dann brauche ich ein Ink. So, da. So, du hin und du hin. Dann du und du. Perfekt. So, das heißt, die obere Ebene ist fertig. Denn wir brauchen ja in der oberen Ebene. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Strom H. Wie mache ich das jetzt? Durch den Strom? Nein, der Strom muss ja eigentlich unten rein. Der muss unten rein und geht ins Eck. So, du machst mal komplett alles aus. Ich habe jetzt nur Mechanical Pipes dabei. Das ist natürlich sehr intelligent. Das heißt, ich brauche jetzt ein bisschen Kabel. Genau, Cable müsstest du heißen, ne? Ultimate Universalkabel. Habe ich das da hinten auch noch? Nein. Würde ja absolut keinen Sinn machen, das so zu machen. Das heißt, also die Gartenglitch kriegt die Energie von dem und der gibt die Energie auf jeden Fall ab an den anderen. So. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt auf jeden Fall haben wir die Gartenglitch. Jetzt ist meine Frage, wenn ich da einen Mechanical Pipe mit hinmache, kriege ich rein. Wenn ich da eine Mechanical Pipe hinmache, passiert gar nichts. Da passiert auch nichts. Da passiert auch nichts. Vorne würde auch was passieren. Du hast so ein, zwei, ne? Jetzt nicht mehr. Wir haben ja auf jeden Fall einmal Material rein. Wir haben einmal Material raus. Das ist auf jeden Fall das, was wir haben. Wie gesagt, das ist unten. Wenn ich jetzt Strom habe, okay, Strom wäre hier, dann macht es aber keinen Sinn. Ich möchte eigentlich gerne genau, ich möchte eigentlich gerne, dass der Strom hierher kommt und hier reingeht. Dann habe ich hier Item rein oder hier Item rein. Wobei Item rein kann ich ja auf beides auf dem Ding hier machen. Das heißt, wir haben. Oh, nee, ich habe da. Ich vertausche da gerade was. Mechanical. Okay. Ich brauche definitiv nur einen.
Dann heißt es jetzt meine Kuh. Kommt hierhin. Toll. Falsche. Nee, das ist Transport. Ich brauche Logist. Mist, das ist nur ein Kabel, was ich dabei habe. Verdammt! Ja, wobei ist eigentlich egal, ne? Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Kühlchen. Kuhstall. Da. So, dann brauche ich den. Genau. Kuh, mach Mo. So, dann heißt es jetzt wieder Floyd. Geht hier rein. Macht hier voll. Dasselbe auch mit dem Ender Tank. Das heißt, du bist jetzt für beides verantwortlich. Ganz schöne harte Aufgabe, Küchen. So, dann heißt es jetzt, wir haben hier oben raus, wir haben hier unten rein. Das heißt, ich brauche hier unten, ja, ich brauche jetzt als erstes mal brauche ich Platz. Du gehst mal da weg. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Drawer. Dass der auch mal irgendwas aufbauen kann. Also, als erstes, das kommt weg, das kommt weg. Habe ich noch einen Drawer? Oak Trim. Basic 3x3. Was? Ah, okay. Das heißt, ich muss mir nochmal einen Drawer bauen. Einen Basic Drawer, bitte. Danke. So, das heißt, da kommt jetzt das Bone Meal rein. So, dann brauche ich jetzt mein X-Net. Dann machen wir mal gleich einen ganzen Stack. Dann machen wir jetzt da draus gleich mal das grüne Netzwerk. Und da draus machen wir den Connector. Daraus machen wir den Green Connector. Daraus machen wir den Advanced Green. Also, toll. Wollte mal wissen, kann ich jetzt dann auch den da dafür verwenden? Nein. Sehr schön. Gut, dass ich vorher nachgeguckt habe. Also, machen wir nochmal ein Stack. Machen wir davon ein Stack. Mach mal jetzt grün. Jetzt sind wir gut dabei. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal alles dabei, was ich jetzt brauche für das Connecten. Wie gesagt, den muss ich später machen. Achso, nein, falsche Richtung. Auch die andere Seite.
Müssen wir mehr Wegweiser hinbauen. So, das ist mir jetzt eigentlich alles piep egal. So, dann baue ich dich mal schnell mit ab, weil dich brauche ich auch gleich. Vielen Dank. Und den Muffler baue ich mit ab. Ja, gleich brauchen. Das wird jetzt bestimmt eine Vollkatastrophe. So. Das heißt, wir haben jetzt schon mal hier. Das ist schon mal der richtige. Das muss ich aber leider abbauen. So, geht das Advanced Connector dahin? Ja, würde gehen, aber nicht so, wie es ich mir vorstelle. Also machen wir es. Bitte schön so. Das heißt, Advanced Connector dahin, Advanced Connector dahin. Advanced Connector dahin. In grün. So, dann bist jetzt du dann der Bone Meal Drawer. Das heißt, ich habe jetzt dann hier mein Roost. Und ich connecte dich und stecke jetzt mal hier meine Hühner rein. Genau. So, dann bist jetzt du mein Drawer Bone Meal. Perfekt. So, und du bist jetzt mein Klatsch in. Und du bist mein Klatsch out. Na, schaut doch schon mal ganz gut aus. So. Was ich auf jeden Fall noch habe, ist, kabelmäßig muss ich jetzt hier nach unten gehen, weil unten der Controller steht. Controller wird genau hier hingestellt. So, dann heißt es, du vorne machst du Output. Das ist unten, genau. Vorne machst du Output. Und oben machst du Output. Und auf der Seite machst du Input. So, jetzt bist du schon mal leer. Cancel. Ja, genau. Du kannst ja noch nicht funktionieren, weil ich muss ja dich erstmal anschließen. Ha. Aber ich muss dich hier, ups, ich muss dich hier oben anschließen. Controller
Energy. Ja, für die, die wohl aufgepasst haben, warum drüber? Ganz klar, ich muss ja das Stromkabel auch irgendwo hinkriegen, ne? Okay, also wir haben die zwei. Den Wasserchannel brauche ich nicht mal, weil das habe ich ja jetzt anders gelöst über die Wasserpipe. Strom? Glaube ich auch nicht. Ich sage, es wird erstmal lustig. Ich muss das Ding ja noch anschließen. Und wir haben jetzt da noch einen frei. Ist eine frei. Ist es genau der hier? Den ich jetzt so einstelle, dass er genau die Energie rausholt. Okay. Ich sage, es kann spannend werden, wie ich am Anfang. Ja, der ist nämlich auch leer. Verdammt. Okay. Kriegen wir alles hin. Verdammt, kann ich nicht so machen. Ha! Doch klasse. Kann den nicht so anschließen. Das heißt, ich muss dich hier hinpacken. Dann tue ich das Stromkabel. Okay, das heißt, du hast unten auch noch einen Output. Da bin ich ja zufrieden. So, das heißt, wir haben jetzt hier dann meinen Stromanschluss. Wir haben dann hier meinen anderen Stromanschluss. Dass der auch gleich connected. So, wir müssen jetzt nochmal nach oben. So, der ist ja fleißig dabei, mir Bone Meal zu kreieren. Und das heißt, ich brauche dich mal schnell. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ich brauche noch eine Erde und ich brauche noch einen Melon Seed. Bevor ich nirgends mehr dran komme. Wenn ich das habe, habe ich schon mal die Grundsachen drin. Dass ich wieder Strom herstellen kann. So. Dann heißt es nämlich jetzt, du kommst da rein, du kommst da rein. Du kommst da rein, du kommst da rein. Das heißt, du hast gerade ein bisschen Strom und kannst auf jeden Fall schon mal Melonen basteln. So. Dann heißt es jetzt für mich, ich werde den dahin bauen. Dann brauche ich wieder einen Advanced. Nämlich bitte den, wo ich schon offen hatte, der wo nicht mehr stackt. Und das heißt jetzt, aha, und ich brauche zwei. Genau, dann kommst du nämlich dahin. Und dann baue ich dich doch. Nee, kann nicht. Ich muss dich so bauen. Ups.
Musste ich leider so bauen. Weil ich sie ja connecten muss miteinander. Bist jetzt falsch? Kommst du erst später? Brauche dich bitte, danke. Genau. Das stimmt. Also du kommst dahin. So, das ist der Melon Drawer in. Und du bist der Melon Drawer out. Dann kommst du dahin, gehst auch da weiter. So, das heißt jetzt dann, der da schmeißt seine Melonen da rein. Diese Melonen werden dann sozusagen, sind ja groß und klein. Und der zieht dann die kleinen Melonen raus und gibt sie dann schön brav an meine Fabrik, die ich hier hinstelle, weiter. Ich muss sie hier hinstellen. Warum? Ganz einfach, weil ich brauche Strom. So. Könnte ich jetzt das sogar so machen? Das heißt, wir gehen mal schnell raus. Ich brauche Strom. Das heißt, ich brauche Cable. Zwar dich. Mach gleich einen ganzen Stack. Wie gesagt, nicht, dass ich auf einmal ein Problem kriege mit dem Strom. Also mit dem, ja, doch mit dem Strom. Wie gesagt, ich muss jetzt nur noch fast eine Maschine hier anschließen, dann bin ich eigentlich fast schon safe. So, das heißt jetzt dann, du kommst. Nein, du warst richtig. Nur. Zu dir sage ich, du verbindest dich nicht da, sondern du verbindest dich bitte hier. Selbe auch hier. Okay, dann heißt es jetzt für mich, du da gehst hier hin. Schauen wir nochmal at xnet an. So, du bist jetzt Crusher. Crusher in. Und du wirst jetzt Crusher out. Genau. Und jetzt kommt dann hier der Drawer hin. Ich habe ich jetzt genannt. Genau. Drawer Bone Meal. Halt. Und out. Out bitte. So, und da bist es. Ja, genau.
Das heißt, ich nehme das dich rein. Upgrades könnte ich, müsste ich noch reinbauen irgendwann. Biofuel in. Also es ist dann Draw Biofuel in. Und du bist Draw Biofuel out. Okay. Also das heißt, das haben wir, das haben wir. Wir gehen, nein, wir gehen noch gar nicht, weil der dürfte noch nicht da sein. Das heißt, du kommst jetzt dahin und du kommst dahin. Genau. Das heißt, ich habe jetzt meine Eingänge, meine Ausgänge und alles müsste jetzt im Netzwerk sein. Das heißt, die Melonen wachsen gemütlich vor sich hin. Werden hier reingeschmissen. Wir haben jetzt 242 davon. Die werden zu den Biofuel verarbeitet und die werden hier abgelegt. Das heißt, wir haben hier schon mal alles sauber drin. Das ist sehr schön. So, dann heißt es jetzt, wir müssen raus. Denn wir müssen ja jetzt... unseren Burning Generator holen. Unseren Reactor Chamber holen. Und unseren Separator holen. Und ich hoffe, wir haben alles. Okay. So, unseren Gas Burning Generator stelle ich sozusagen jetzt hier hin. Genau, Stromkabel haben wir ja dabei. Genau, du gehst da nicht ran. Du musst da ran. Mache ich denn? Falsch. Also, dann kommst du dahin. Ach, nein. Das ist doch richtig gewesen, verdammt. Klar, weil wir haben ja jetzt hier Output, Output, Output. Also das heißt, der Strom läuft auch hier entlang. Und hier haben wir Input. Ist zwar nicht... ja, wobei, nee, wir trennen mal das. Ja, also das heißt... der da haut die Energie hier raus, damit der gecharged wird. Der haut die Energie raus, damit das Wireless Strom kriegt. Und der da haut den Strom raus, dass die obere Etage Strom kriegt. Und die Seite kriegt den Strom rein. Genau. So, jetzt muss ich dich aber bitte rotieren. Genau, jetzt haben wir nämlich das. Das heißt, du bekommst auf jeden Fall, ja, doch, ich habe da noch einen kleinen Fehler drin. Du bekommst auf jeden Fall hier deine Sachen. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie mache ich das jetzt? Weil, wie gesagt, ich habe jetzt normalerweise ja, nee, ich habe nur Stromausgang und Gaseingang.
Dann frage ich dich mal, ob das geht. So, Gas in. Nimm dich und pack dich dahin. So, okay, das heißt, jetzt habe ich auch meinen Gas-Connector dran. So, dann lasse ich jetzt auf jeden Fall hier noch Luft und Luft, weil ich möchte eventuell bis zu drei Stück anschließen können. Dann machen wir das auch gleich. Ja, genau. Gas, ja. Gas Wie heißt du? Gas Burning Generator. Gas Generator. Gas in. Und jetzt muss ich jetzt hier noch eine Eins hin machen. Genau. Habe ich was auf der 7? Nein. Dann drücken wir jetzt mal da drauf. Advanced Settings. Back. Present Setting. Back. Sieben. Back. Save. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das geht. Das ist schön. So, genau, weil das muss ich doch zu häufig machen, mittlerweile. So, du bist Nummer 2. Und du bist Nummer 3. Okay. Dann heißt es jetzt, wir haben hier auf jeden Fall Minimum einen, wo nichts dran ist. So, dann haben wir jetzt dann hier unseren PRC, unseren PRC-H. Genau. Das ist jetzt nämlich mein Problem. Ich habe das Wasser vergessen. Ich kann das mit der Kuh hier vergessen. Oder ich kann das mit dem Tank hier vergessen. Sagen wir mal so. Ich brauche nochmal eine Ultimate Mechanical Pipe. Eine einzige brauche ich noch. Mechanical. Danke. Weil ich muss noch einen mehr machen. Okay. Dann kann ich jetzt dann sozusagen. Nein. Rack. Grün anschalten. Den da machst du so. Dann machst du den da dahin. Dann sagst du jetzt erst einmal, dass du was alles nicht willst. So. Dann heißt es Ender Tank Water Out. Der ist da mit dran. Genau.
So, das heißt jetzt aber, wir haben Wasser drin, Hydro drin, Gas raus. Ich hoffe, dass das klappt gerade. Also, das heißt, du kommst rein und du gehst dahin. Das Gas kann mir eigentlich egal sein. Ich mache aber auch hier dasselbe. Ich lasse mal sicherheitshalber zwei Blöcke stehen. Dann heißt es jetzt, wir lassen mal einen frei. So, und dann kommt jetzt dann hier der dahin. Oh, verdammt. Das kann ich vergessen, das kann ich vergessen, das kann ich vergessen. Ja, ich muss meinen Strom nämlich auch noch legen. So, das heißt, wir legen jetzt erstmal den Strom sauber fertig. So, du brauchst aber Strom. So. Zeit. Wir machen dich mal komplett aus und Energy ist jetzt bitte hinten. Danke. So, da Fluid ist oben. Nein. Ha, ja, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Sehr schön. Also, wir hauen dich dahin. Und dann bist es du, PRC, PRC, Fluid Water in. Genau, die zwei. Das heißt, hier kommt dann noch der zweite hin. Dann stimmt das, weil dann kommen da nämlich jetzt dann das Wasser rein. So, das heißt jetzt dann, Fluids kommen rein hier. So, und dann gehen wir aufs Gas und Gas geht dann rein, raus oben. Output Dark Blue. Genau. So, und dann haben wir dich jetzt. Und du sagst jetzt hier oben PRC Gas. Out. Es kann sein, dass ich die anderen noch aufbauen muss, nach oben oder nach hinten oder nach oder drauf. Können wir ja eventuell auch noch machen. Weil ich habe hier natürlich noch eine einzige Sache, die wo ich vergessen habe. Ich habe hier noch mal einen. Das ist jetzt der hier. Das heißt jetzt für dich erstmal. Mist. Genau, für dich heißt es jetzt erstmal Mist. Genau. Und du? Es ist.
Du wirst jetzt einfach reinkopiert und das wird in umgemünzt. So, das heißt Site-Config und du heißt jetzt Gas in. Genau, da kommt das Gas rein, da geht das Gas raus. Dann musst du leider nochmal einen weiter weg. Okay, dass der schon mal von hinten sein Gas, seinen Strom bekommt, ist schon mal super. Genau, und dann hast jetzt du sozusagen Mechanical Pipe. Ich habe leider keine Gaspipe dabei, aber ich glaube, das müsste eigentlich dasselbe sein. Ich kann das nur nicht. Ha, genau. Ich muss jetzt nur aufpassen. Hydrogen ist, glaube ich, hier out. Wenn ich jetzt hier eine Mechanical Pipe hinmache, jawohl, du würdest eventuell gehen. Das muss ich testen. Ich habe es vergessen, falls ich schon mal getestet habe. So, das heißt jetzt, du bist jetzt der Electric Separator. Separator Gas out. Und du bist der Separator Fluid in. Dann brauche ich bitte nochmal Kabel. Du verbindest dich hier, du hier und du hier. Ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig habe. Okay. Ha, nein, habe ich nicht. Also ich habe noch hier eine Sache habe ich noch vergessen. Nein, ich habe zwei Sachen vergessen. Verdammte Axt. Du bist ja richtig schlimm, Maschine. Ich habe Wasser rein, Wasser raus, also Wasser rein, Gas rein. Gas raus. Strom. Und ich habe auch noch zwei Items. Das heißt also, Gott sei Dank habe ich einen Boden reingebaut. Jesus Maria. Also bei dem Ding habe ich wirklich alle 6 Seiten. So, das ist jetzt PRC. Item out. Und das ist jetzt PRC. Item in. So, das heißt, ich verknüpfe dich so und so. Schaut doch ganz witzig aus. So, ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch Fassade noch machen kann. Das machen wir dann später hier und hier, dass das nicht so wild ausschaut. Okay. Dann heißt es jetzt, also, der da bekommt sein alles jetzt rein raus. Wie gesagt, der hat jetzt sein Wasser rein.
Genau. Wasser rein, Separator raus. Ich hoffe gerade, ich hoffe wirklich gerade, ich habe alles jetzt richtig gemacht. Der ist auf jeden Fall schon mal voll. Hydrogen ist auch voll. Das heißt jetzt, ich muss jetzt nach oben. Nee, muss ich nicht. Ich muss auf jeden Fall. Das wird jetzt witzig. Also als allererstes muss ich zu dem sagen, Strom kriegen sie ja nicht übers Netzwerk. Das kommt ja separat. Und es reicht auch, das ist schön. Aber Flüssigkeiten. Glotsch. Da habe ich nämlich was vergessen. Item out, bitte. Und hier ist Glotsch. Item in. Also das heißt jetzt, wir müssen jetzt anfangen, dass ich jetzt sage, das Bone Meal muss in die Glotsch. So, Item, lass mal. So, du gehst erstmal, du verschwindest. Du verschwindest. Du verschwindest. Du verschwindest auch. Ich darf jetzt da nichts mehr drin stehen haben. Genau. Also. Das heißt jetzt, in dieser Regel ist jetzt, heißt es jetzt für mich, draw bone meal out, create, extract, 60, und Glotch Item in ist create und insert. Draw bone meal out. Glotch Item in. Was ich jetzt halt nicht weiß, ist, ob das so funktioniert. Ich habe noch nie probiert, die Glotch zu automatisieren. So, Glotch Item out. Das kommt jetzt in den nächsten Reiter. Das heißt, du bist auch Item. Item 2. So, Glotch. Item out. Create. Extract. Alle 60 Sekunden. Und jetzt brauche ich bitte meinen Crusher. Create. Insert. Genau. Das heißt, ab jetzt müssten die Melonen. Schmarri. Halt! Das da muss wieder weg. Das ist natürlich totaler Falsch und totaler Humbug. Ich brauche mal einen Melon Drawer. Das heißt, du? Ich weiß gar nicht. Geht das jetzt, wenn ich das jetzt auf der 1 mache? Ja, es würde gehen, aber ich muss dann das da connecten.
Ich versuch's, vielleicht reichen mir die ganzen Kanäle. Ich weiß, dass wir noch einen Wasser haben, dass wir zwei Gas haben. Also das heißt, drei brauche ich noch hinten. Den mache ich jetzt gleich mal so. Das ist Floyd. Gas. Gas, genau. Fluid. Gas. Gas. Du kommst weg. Dann habe ich jetzt noch drei Items frei. So, also das heißt, du extractst jetzt mir hier meine Melonen und packst sie und inserst es da rein. Bis jetzt funktioniert alles wunderbar, nämlich gar nicht. Muss mir dann am Schluss die Glotch anschauen. So, das heißt jetzt dann. Ich mache jetzt das erstmal hier. Connector Melon Drawer out. Macht. Create. Der macht jetzt hier Create, Extract alle 60 Sekunden. Natürlich nicht. Der tut jetzt Extracten. Und jetzt macht man das, was ich vorhin falsch gemacht habe, Create. Du tust das inserten. Das heißt, jetzt kommt beim Crusher hoffentlich die Melonen an. Das heißt jetzt dann hier bitte nochmal Item Create. Dann heißt es jetzt hier Create Extract. Das heißt, wir extrahieren jetzt hier den Melon Dust und der muss jetzt in den PRC, in den Item in. Genau. Und jetzt habe ich meinen letzten Create. Nein, löschen. Reicht wirklich, Item Create. Und dann heißt jetzt bei mir hier beim PRC Item Out Create Extract alle 60 Sekunden und beim Ender Tank Water Out, nein, den habe ich noch gar nicht aufgestellt. Ha! Der kommt jetzt dann hier hin. Dann heißt jetzt du nämlich dann blapp, 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 blapp. Genau, blapp. Das ist der Ender Chest in Klammern out. Nein, in. Nicht out. Verwirrt mittlerweile. So, und dann heißt es jetzt das Item. Das
Item. Kommt dann jetzt bei der Ender Chest 5. Create. Insert. Jawohl. Wie gesagt, das Problem kann jetzt halt sein, dass ich jetzt halt, ich muss das Ding irgendwie nochmal anschmeißen. Damit ich nur gucken und hoffen. Ja. Verdammte Axt. Gib mir mal bitte schnell Energy. Okay. Das heißt, Desktop brauche ich. Nein, Desktop brauche ich jetzt in Windeseile. Und das brauche ich in Windeseile. Das kriege ich jetzt hoffentlich raus. So, und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Strom drin. Das heißt, ich kann jetzt hier den Strom reinpacken. Ich muss nämlich den Strom anwerfen von dem Teil, weil sonst habe ich ein Problem. So, was aber ganz wichtig ist. Wie gesagt, das müsste jetzt ja hier eigentlich. Und das hole ich mir jetzt. Er hat nichts drin. Er hat nichts draußen. Ist egal. Muss jetzt erstmal wegen Strom generieren. Das heißt, wenn ich jetzt dich hier reinschmeiß. Produzierst du mir ein bisschen Gas. Okay. Und jetzt brauchst du PRC out. Create. Extract. Alle 60 Ticks. Nicht alle 60 Sekunden, was die ganze Zeit von mir gibt. Ja. Genau. Brauch PRC gas out. Create. Extract. Okay. Und das musst du jetzt bitte in den Gas Generator Gas in Create inserten. Das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Und ich höre ihn Strom generieren. Die Items funktionieren noch nicht, aber er generiert mir Strom. So, und bevor du jetzt irgendwas outputtest, irgendwo hin nach draußen, musst du selber erstmal hier laden. Ich habe nämlich nicht mehr viel Ethylen da. Ja, toll. Das heißt also, ich brauche hier auf jeden Fall auch noch ein
ein Upgrade drin. Und bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn vor mir gebe, andere Probleme lösen. Darf nicht in das Problem kommen, dass ich keine Energie mehr produziere, weil wenn ich keine Energie mehr produziere, ist aus die Maus. Dann müsste ich mir auf jeden Fall eine Möglichkeit anschauen. So, okay. Also, das heißt jetzt, wir haben eigentlich fast alles richtig. Das heißt jetzt, ich brauche noch den Separator. Gas out. Genau. Separator Gas out. Create. Export. Alle 60 Ticks. Und jetzt brauche ich beim PRC Gas in. Create ein Insert. So, dann habe ich hier oben noch beim Water Create. Extract. 60 Seconds. Und dann habe ich jetzt dann hier meinen Fluid in. Create. Insert. Und dann habe ich jetzt dann hier noch, glaube ich, Paste. Genau. Ich hoffe, dass ich jetzt da nichts irgendwo vergessen habe. Aber ich müsste jetzt eigentlich alles mindestens einmal verbunden haben. Wie gesagt, mit den Items. Warum das momentan noch nicht funktioniert. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir sind sowieso schon wieder bei fast 1,5 Stunden, sehe ich gerade. Aber ich wollte das fertig machen. Wie gesagt, Energieprobleme darf ich jetzt nicht mehr kriegen. Ja, also das müssen, die Sachen müssen vorbei sein. Genau. So. Also ich schaue mir jetzt das Problem nochmal an. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.